Das Gift von Schlangen melken, das ist Jim Harrisons Job. Ein echter Profi, der dafür sein Leben riskiert. Ich stehe jeden Tag auf und weiß, das könnte mein letzter sein. Finger weg, überlass das dem Fachmann. Kentucky, USA. Jim ist ein echter Profi in Sachen Schlangengift. Gemeinsam mit seiner Frau Kristen leitet er den Kentucky Reptile Zoo. Insgesamt sind hier rund 1200 Giftschlangen zu Hause. Mambas, Kobras, Klapperschlangen. Jim melkt jeden Tag das Gift von durchschnittlich 250 Schlangen. Diese Schlangen haben eines der stärksten Kobra-Gifte in diesem Raum. Aus Schlangengift lassen sich Gegengifte und andere lebensrettende Medikamente herstellen. Die meisten Menschen denken an Tod, wenn sie an Gift denken. Ich denke an Leben, denn Gift kann Leben retten wie nehmen. Jim trainiert jeden Tag Kraft und Ausdauer. Fitness und gute Reflexe sind in seinem Job überlebenswichtig. Mit einem speziellen Gerät trainiert er seine fürs Melken wichtige Fingerkraft. Auch Meditieren steht auf dem Plan. Jims Maxime? Lass dich nicht beißen. Ganz einfach. Ich achte immer darauf, dass alle um mich herum sicher sind. Aber ich will auch darauf achten, dass ich keine Fehler mache. Die Schlange ist nie schuld. Sie hat Angst und sie versucht zu fliehen. Wenn sie in die Enge getrieben wird, dann beißt sie. Vor jeder Melksession muss sich Jim aus Hygienegründen umziehen. Rund 20 Minuten wird er in der Schlangengrube sein. Besucher des Zoos können bei der gefährlichen Prozedur zuschauen. Heute haben wir 5 Schlangen. Die Schlange ist nervös außerhalb ihres Käfigs. Für Jim ist überlebenswichtig, dass er den Schlangenkopf gut fixiert. Damit das Gift fließt, massiert er ihn. Das Gift dieser südamerikanischen Buschmeister sammelt Jim in einem Fläschchen. Für die 5 Schlangen braucht er rund 20 Minuten. Die ich am häufigsten an einem Tag gemolken habe, und da waren die ziemlich sauer, das waren malaiische Mokassin-Ottern. Eine deutsche Firma hat sie uns geschickt. Ich habe 1000 von ihnen in einem Tag plus etwa 4 Stunden gemolken. Kristen bringt das Gift direkt ins Labor. Für den Weitertransport in die ganze Welt muss sie es auf minus 40 Grad herunterkühlen. Das Gift geht an Pharmaunternehmen, die es zur Forschung und für die Herstellung von Gegengift benötigen. Jim weiß, warum er sein Leben riskiert. Ich mache das, weil ich den Menschen helfen will. Ich möchte, dass wir alles über Gift erforschen, weil es etwas ist, mit dem ich mich gut auskenne. Und es kann Leben retten. Vom Gegengift bis zur Entwicklung neuer Medikamente. Das ist etwas, was ich für die Gesellschaft tun kann. Jim gilt als einer der erfahrensten Schlangenmelker der Welt. Eben ein echter Profi. Finger weg, überlass das dem Fachmann. Weiter geht's nach China zu einem weiteren Profi in seinem Job. Chongqing, die größte Stadt der Welt. Sie erstreckt sich über 300 Höhenmeter. Deshalb gibt es viele steile Gassen und Treppen. Ein Fall für die Bangbang-Träger. Mit reiner Muskelkraft übernehmen sie unermüdlich Lieferungen. Tsai Gou Cheng ist seit mehr als 20 Jahren einer von ihnen. Sein Arbeitsgerät, die Bambusstange, heißt Bangs. Daher kommt auch die Berufsbezeichnung. Das sind Paprika, geschmortes Schweinefleisch, fette Innereien, Sesamsoße und sowas. Und das ist mageres Fleisch. Man kann mit diesen Aufträgen nicht viel Geld verdienen, nur umgerechnet 40 bis 50 Euro im Monat. Sie sind die Helden der Stadt. Rund 40 Kilo muss Tsai Gou einige hundert Meter weit schleppen. Dafür muss er mehrfach zur Küche und dann zu unterschiedlichen Restaurants. Pro Gang verdient er umgerechnet 1,30 Euro. Dann das. Ein Restaurantbesitzer ist noch nicht da. Die Tür ist nicht offen. Er wird später vorbeikommen. Ich gehe rüber und rufe ihn an. Tsai Gou macht's einfach wie die Briefträger bei uns und gibt die Lieferung beim Nachbarn ab. Jetzt heißt es abwarten und Daumen drücken, dass schon bald der nächste Auftrag reinkommt. Die Bangbang-Träger haben Treffpunkte, wo Kunden sie finden können. Früher war Tsai Gou Bauarbeiter. 2002 fragte mich mein älterer Cousin, ob ich das machen will. Damals dachte ich, der Job sei in Ordnung.
Es hat mir Spaß gemacht, den Bang-Bang-Job zu machen. Ich fühle mich gut dabei. Der Job der Bang-Bang-Träger hat hier eine jahrhundertealte Tradition. Und schon bekommt Tsai Go den nächsten Auftrag. Er soll Ware für ein Elektrogeschäft ausliefern. Wenn du müde bist, dreh die Stange einfach auf die andere Seite. Wenn du das nicht schaffst oder deine Schulter wehtut, geh in die Hocke und mach's da. Bei Tsai Go sieht's einfach aus, aber es kommt nicht nur auf die Technik an. In Chongqing lauern an jeder Ecke Gefahren für die Bang-Bang-Träger. Manchmal sind die Stufen hoch und manchmal nicht. Da kann man leicht hinfallen. Bang-Bang-Träger sind fett, muskulös und drahtig. Oft müssen sie auch bei Umzügen helfen, denn Transporter kommen nicht bis zum Haus. Tsai Go soll die Sachen zur Straße weiter unten bringen. Einen Aufzug gibt's hier aber leider nicht. Man muss vorsichtig sein auf der Treppe. Unabhängig vom Gewicht kann man leicht stolpern, wenn man zu schnell läuft. Auch wenn Tsai Go mit rund 40 Kilo auf dem Rücken auf der Treppe ins Straucheln kommt, meistert er das als Profi souverän. Es ist 18 Uhr, Feierabend. Dann kochen seine Frau und er gern zusammen. Tsai Go ist zufrieden mit seiner heutigen Ausbeute. Insgesamt 24 Euro. Heute lief's gut. Das ist okay für diesen Markt. Ich bin zufrieden. Manchmal ist es ein bisschen mehr, wenn das Geschäft gut läuft. Vorgestern hat er nur 1,50 verdient. Nur 1,50. Tsai Go ist dennoch stolz auf seinen Knochenjob, bei dem er wortwörtlich eine tragende Rolle in Chongqing spielt. Weiter geht's zum nächsten ungewöhnlichen Job. Einen echten Autoprofi treffen wir in Südafrika. Auf einer der längsten Straßen Kapstadts, der Four Tracker Road, betreibt Ricky Correa seinen Laden für Ersatzteile. Johnny Clifton's Motor Spares. Bis zur Decke stapeln sich die Autoteile. Von Radkappen über Spiegel bis hin zu Lenkrädern ist alles dabei. In Südafrika kaufst du dir einmal ein Auto und es ist für immer zugelassen. Egal, ob es 30, 40 oder 50 Jahre alt ist. Das System ist hier also ganz anders. Hier fallen die Autos auseinander und die Leute reparieren sie zum Beispiel mit Draht, weil sie es sich anders nicht leisten können. So etwas wie den TÜV gibt es in Südafrika nicht. Rickys Ersatzteilladen ist auf Oldtimer spezialisiert. Es gibt niemand anderen in Kapstadt, der das anbietet. Und nur wenige in der ganzen Provinz. Dieser Hobbyschrauber ist 80 Kilometer weit gefahren, um ein spezielles Zündschloss zu finden. Ich bin den ganzen Weg aus Atlantis hierher gekommen, weil ich an älteren Autos aus den 80ern und 90ern schraube. Hier weiß ich, dass ich finde, was ich brauche. Wir haben echt alles Mögliche hier. Aber mein wertvollstes Teil, besser gesagt das meines Schwiegervaters, ist das Mustang-Emblem, das da hängt. Das ist von 1967. Ricky hat das Geschäft von seinem Schwiegervater übernommen. Das ist bei einem Unfall von seinem Auto abgefallen. Uns wurden dafür schon etwa 200 Euro angeboten. Aber das haben wir abgelehnt. Wegen des hohen emotionalen Werts. Ein echter Profi mit viel Gefühl.